Herr Vorsitzender, lieber Wolfgang, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr Land und mein Land sind Beispiele dafür, dass mündige, selbstverantwortliche und fleißige Menschen fähig sind, ein blühendes Gemeinwesen aufzubauen. In dieser Kirche haben weitsichtige und mutige Menschen 1849 mit der Paulskirchenverfassung sozusagen eine Blueprint, brauche ich Ihnen wieder einen englischen Ausdruck, zum zeigen, dass man in meinem Alter noch dabei ist, nicht wahr? Eine Blueprint eines soliden, liberalen, demokratischen Gemeinwesens entworfen. Wir wissen es alle, die Umsetzung scheiterte. Es kamen Kriege, Bürgerkriege, Revolutionen, Hyperinflationen, Diktaturen, Irrungen, Wirrungen. Aber schließlich wurde das visionäre Projekt erfolgreich realisiert. Und das darf uns in einer Zeit, in der ziemlich alles schief zu laufen scheint, Zuversicht vermitteln. Aber es brauchte Zeit, viel Zeit. Lassen Sie mich dazu bezogen auf die Gegenwart einige Gedanken entwickeln. Dass ich das an dieser historischen Stätte tun darf, bedeutet mir viel, ist mir eine große Ehre. Aber zuerst möchte ich einen vierfachen Dank aussprechen. Der erste Dank gilt der Blasmusik. Ich war in meiner Jugend ein begeisterter Trompeter. Ich habe immer gesagt, hätte ich so viel Talent bei der Trompete gehabt, wie das wir heute gehört hätten, wäre ich wahrscheinlich nicht Bundesrat geworden. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut über diese Blasmusik hier. Ich habe dann nach dem Studium, als ich ein moderner Jazz-Trompeter war, eher noch 25 Jahre in der Dorfblasmusik gespielt. Und ich kann Ihnen sagen, politisch ist das eine gute Schule, vor allem das Bier nachher. Nun, alle kennen die Schweiz, aber niemand ihre Politiker. Und trotzdem sind sie derart zahlreich hier erschienen. Ich bin beeindruckt, um einem unbekannten Politiker einen Preis zu überreichen, und dafür danke ich Ihnen. Ich erzähle jetzt etwas, was eigentlich geheime Verschlusssache ist. Und ich tue es auf Druck von Wolfgang Gerhard, der mir gesagt hat, ich könne das wirklich sagen, aber ich möchte Sie einfach bitten, es nicht weiter zu sagen. Und im Jahre 2002, ich bin auch ein begeisterter Langläufer, bin ich ein wunderbares Tal schwungvoll hinaufgeglitten im Engadin, das heißt Rosettstal. Da fiel mir eine Dame auf in einem mausgrauen Outfit, die auch ein bisschen langsamer, aber doch schwungvoll darauf ging. Und als ich sie überholte, kam sie mir irgendwie bekannt vor und ich dachte, das könnte doch eigentlich Frau Merkel sein. Die war aber damals noch keine Bundeskanzlerin, sondern Oppositionsführerin. Und ich habe dann mir Mut gefasst und tat, als ob ich wachsen würde, bis sie wieder kam und habe dann gesagt, darf ich Sie etwas fragen? Sind Sie Frau Merkel? Hat sie freundlich gesagt, ja, ich bin Angela Merkel. Habe ich gesagt, ja, ich freue mich sehr, Sie zu treffen. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie anspreche. Ich möchte Sie hier begrüßen in diesem schönen Tal. Wir freuen uns in der Schweiz, dass Sie zukommen. Ich bin der Bundespräsident. Und ich habe dann gesehen, wie ihre Körpersprache so schwankte zwischen Glauben und Nichtglauben. Und ich weiß heute noch nicht, ob sie damals dachte, was ist das für ein Spinner oder vielleicht doch. Nun, übrigens hat mir Wolfgang Gerhard versprochen, dass er das dann nicht an meine Redezeit anrechnet, was ich jetzt. Nun, ich weiß auch zu schätzen, dass sehr viele Freunde aus meinem beruflichen und politischen und privaten Umfeld den weiten Weg hierher gekommen sind. Ohne politische Weggefährten könnten sie nichts erreichen. Ich bin dankbar dafür. Ich darf hier bei dieser Gelegenheit auch betonen, wie eigentlich unsere Familie, vor allem auch meine Geschwister, die auch hier sind, Bruder und Schwester und ich, uns ihrem Land von Kindsbeinen an verbunden gefühlt haben, nachdem nämlich unsere Großmutter schon 1910 Villiger Deutschland gegründet hatte in Thingen am Oberrhein. Und dieses Familienunternehmen, das ich ja mit meinem Bruder zusammen dann partnerschaftlich führen durfte und seit meinem Austritt er alleine die Verantwortung dafür bis heute getragen hat. Mein Dank gilt auch allen meinen Vorrednern, die mich überaus wohlwollend gewürdigt haben. Und ich verrate Ihnen wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich dazu sage, ja, so gut kann einer ja gar nicht eigentlich sein. Nun,
Ich bin natürlich dankbar für diese wohlwollende Würdigung. Mein besonderer Dank gilt natürlich auch dem Laudator. Wir haben uns kennengelernt und sehr schätzen gelernt in der kurzen Zeit. Er hat Ihnen heute kenntnisreich und einfühlsam auch das seltsame politische Biotop Schweiz etwas näher gebracht. Allerdings habe ich eine leise Kritik anzufügen. Ich habe ihn gebeten, das Lob etwas zurückzunehmen, und das hat er nicht getan. Nun gilt mein Dank natürlich vor allem der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, ihrem Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolfgang Gerhardt und der Jury unter der Leitung von Frau Dr. Karin Horn, dass sie mir für mich völlig unerwartet, wirklich völlig unerwartet, ihren Freiheitspreis überreichen. Erfüllt mich mit sehr viel Freude, auch mit Dankbarkeit und ein klein bisschen Stolz natürlich auch. Sogar wir Schweizer machen das hin und wieder. Ich hatte das Privileg, in einem der freiheitlichsten Länder der Welt leben und wirken zu dürfen. Und vielleicht wollen Sie auch mit Ihrem Preis ein klein bisschen das Schweizer Volk ehren, das in generationenlanger harter Arbeit ein erfolgreiches liberales Gemeinwesen aufgebaut hat. Also übrigens ist das, was ich jetzt spreche, das, was wir für Hochdeutsch halten. Nur, dass niemand denkt, das sei der Dialekt. Nun, es war und ist meine Überzeugung, dass Menschen mündig sind und sich nur in Freiheit wirklich entfalten und verwirklichen können. Und ich habe deshalb immer versucht, diese Maxime in meine politische Tätigkeit einfließen zu lassen. Es ging aber nie um theoretische Deklamationen, sondern um den freiheitlichen Kern konkreter Lösungen, die den Praxistest nachher zu bestehen hatten. Und dabei war die Suche nach der besten und freiheitlichsten Lösung ja immer nur ein Teil des Problems. Sie kennen das, ebenso wichtig war es, nachher Gefolgschaft für die Durchsetzung freiheitlicher Lösungen zu finden, Kompromisse ohne zu starke Verwässerung der Lösung zu suchen, unbeabsichtigte Nebenwirkungen möglichst zu vermeiden und häufig am Schluss dann noch die Zustimmung des Volkes zu gewinnen. Und wer wie Sie und ich das Privileg hat, in einer wirtschaftlich erfolgreichen Demokratie zu leben, genießt Freiheiten, von denen noch vor 100 Jahren, auch in der Schweiz, kaum jemand hätte träumen können. Wir dürfen sagen und schreiben, was wir wollen, wir dürfen uns zusammentun, mit wem wir wollen, wir dürfen Ausbildung und Beruf nach unseren Neigungen wählen, wir entscheiden, von wem wir regiert werden wollen, und wir können uns auf dem größten Teil des Planeten noch immer frei bewegen. Und davor, dass andere unsere Freiheit ungebührlich beeinträchtigen, schützt uns der Rechtsstaat. Und damit möglichst alle Menschen diese Freiheiten überhaupt nutzen können, und es wurde vorhin hier auch gesagt, muss ein hinreichender Wohlstandspegel für alle erreicht werden. Aber dieser Pegelstand ist zurzeit in vielen früher erfolgreichen Demokratien bedroht, Italien zum Beispiel. Und deshalb will ich mich heute auf einige Gedanken beschränken zum Zusammenhang von Freiheit und wirtschaftlicher Blüte. Lassen Sie mich nun mit uns selber, mit den Menschen beginnen. Wir haben eine seltsame Doppelnatur. Wir sind gleichzeitig Individuen und Teil eines Kollektivs. Und so individuell wir uns auch fühlen mögen, so sehr sind wir vom Kollektiv abhängig, ohne dass wir als Individuum niemals lange überleben könnten. Adam Smith hat am berühmten Beispiel des Bäckers gezeigt, dass dessen egoistisches Streben nach Profit durch das Backen von Brot auch der Gesellschaft nützt, indem diese hochwertige Nahrungsmittel zur Verfügung bekommen. Und aus dieser zutreffenden Erkenntnis entstand dann später die Kunstfigur des Homo economicus, der als rationaler, egoistischer Nutzenmaximierer die Wirtschaft am Laufen hält und dies mit dem Ergebnis, dass es allen besser geht. Nun weist die Verhaltensökonomie etwas nach, das wir Praktiker ohnehin schon immer ahnten, nämlich dass es diesen Homunculus so nicht gibt. Menschen sind eben nicht nur rational, sie sind auch emotional. Wir alle, ja vielleicht mit Ausnahme von denen hier in dieser Kirche heute, wir leiden an kognitiven Verzerrungen, die uns die Dinge anders erscheinen lassen, als sie sind. Und wir haben das ja im amerikanischen Wahlkampf wundervoll verfolgen können. Und wir haben auch Mitgefühl mit anderen Menschen. Und wie dies der gleiche Adam Smith schon in seinem Buch über Moral Sentiments gesagt hat, hat das auch schon dort trefflich beschrieben. Und das führt mich nun zur Kernfrage: Wie muss unser Zusammenleben organisiert sein, damit wir fehlbaren und unvollkommenen Menschen in Frieden und Wohlstand miteinander leben können? Die Institutionenökonomie,
liefert uns interessante Erkenntnisse zur Frage des Wohlstandes. Der in Oxford lehrende Entwicklungsökonom Paul Collier, ich hatte das Vergnügen, mit ihm in einer kleinen Arbeitsgruppe einen afrikanischen Präsidenten einmal kurz zu beraten, er bezeichnet das komplexe Geflecht aus Institutionen, Regeln, Überzeugungen, Normen, Organisationen und was dazugehört, welches eine Nation ausmacht, als Sozialmodell. Als Sozialmodell. Migranten beispielsweise zieht es aus dysfunktionalen Sozialmodellen in funktionierende. Und Daron Acemoglu vom MIT hat nachgewiesen, dass die Ausgestaltung der Institutionen der entscheidende Faktor ist, damit ein Sozialmodell Wohlstand zulässt und dass andere Faktoren wie Ethnie, wie Religion, wie Klima oder geografische Lage zu vernachlässigen sind. Das wirkt zuerst einmal etwas komisch. Aber eigentlich ist es plausibel, wie es die Beispiele Süd- und Nordkorea und ein Ihnen viel naheliegenderes Beispiel zeigen, nämlich die Bundesrepublik und die DDR. Trotz ethnischer Identität haben sie sich aus institutionellen Gründen völlig unterschiedlich entwickelt. Gute Sozialmodelle sind das Ergebnis generationenübergreifender Aufbauarbeit. Das muss uns vielleicht etwas trösten, wenn wir so enttäuscht sind wegen dem, was mit dem arabischen Frühling geschehen ist. Sie basieren auf geschickt gebändigter Freiheit und das ist das Schlimme, sie können auch zerfallen. Sie bedürfen deshalb der ständigen Modellpflege und Anpassung. Ich pflege solche Dinge in mathematische Formelsprachen als Ingenieur umzusetzen. Man könnte mathematisch sagen, das Sozialmodell S ist eine Funktion von Menschen M, Institutionen I, Kultur K und Zufall Z. Natürlich steht der Mensch M mit seinen Ungleichheiten und Unvollkommenheiten im Zentrum und alle Versuche, ihn durch Zwang und Ideologie zum Besseren zu verändern, sind gescheitert und der Modellierung zu Theoriezwecken widersetzt er sich bis heute ziemlich erfolgreich. Adenauer hat einmal gesagt, wir müssten die Menschen nehmen, wie sie seien, man kriege keine Besseren. Nun, der Mensch, wir wissen es, ist nicht einfach gut oder böse, es wurde vorhin auch angetönt, sondern er trägt die Anlage zu beidem in sich, in unterschiedlichen Mischverhältnissen, hier ist es besonders gut. Aber andere Faktoren können Anreize erzeugen, welche sein Verhalten in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Und ich will nur ein wichtiges Beispiel erwähnen. Die meisten Menschen sind ja im Sinne des Homo economicus auch egoistische Nutzenmaximierer. Sie sind von Natur aus nicht unbedingt altruistisch oder kooperativ. Man weiß aber heute, dass kooperative Gruppen effizienter arbeiten als unkooperative. Und viele kooperative Menschen sind bereit, andere Menschen für ihr nicht kooperatives Verhalten zu bestrafen und sogar dann, wenn sie sich damit selber Nachteile einhandeln. Und deshalb kann es sich für nicht kooperative Menschen in der Gruppe auszahlen, sich auch kooperativ zu verhalten, um der Bestrafung zu entgehen. Und warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil damit sogar eine Gruppe, die mehrheitlich auch Egoisten besteht, eine Kultur der Kooperation entwickeln kann und damit effizienter werden. Und das sind so Dinge, die man in der Politik oder auch im Unternehmen mit berücksichtigen muss. Menschen reagieren also auf Anreize und solche werden vor allem durch die Institutionen I vermittelt, die ein bestimmtes Verhalten als lohnend oder nicht lohnend erscheinen lassen oder gar über die Befugnis verfügen, zur Bestrafung missliebigen Verhaltens Sanktionen zu ergreifen. Weil nun Politiker über die Ausgestaltung der wichtigsten ökonomischen Institutionen befinden, sind letztlich sie für Wohlstand oder Armut verantwortlich, nicht durch ihre direkte Arbeit, sondern durch das, was sie im Umfeld eben an Anreizen beschließen. Oft übersehen Politiker allerdings etwas wichtiger, nämlich, dass die Menschen manchmal ganz anders auf die institutionellen Anreize, die sie fabrizieren, reagieren, als sie gerne möchten. Der Ökonom Horst Siebert nannte das den Cobra-Effekt. Der englische Vizekönig, der in Indien einer Cobra-Plage durch die Prämierung abgelieferter, abgeschnittener Cobra-Köpfe Herr werden wollte, erreichte damit das pure Gegenteil. Die Kobras begannen sich noch viel dramatischer zu vermehren, weil die Menschen wegen der Prämie Kobras zu züchten begannen. Und deshalb bewirken auch nach meiner persönlichen Erfahrung etwa die Hälfte der Gesetze etwas anderes, als man damit beabsichtigt. Ich mache ein paar böse Beispiele, aber es ist so, rigider Kündigungsschutz und hohe Mindestlöhne erzeugen Arbeitslosigkeit. Gesetzlich zugesicherte, aber nicht finanzierbare Rentenansprüche lassen ganze Sozialwerke zusammenbrechen.
Zu hohe Steuern erzeugen Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit und Leistungsverweigerung. Tiefe Zinsen zur Erleichterung der Schuldenbedienung überschuldeter Länder lässt deren Schulden weiter ansteigen. Aber auch alles das. Aber auch alles das, was man unter Kultur K zusammenfassen kann, setzt Anreize, welche das Verhalten von Menschen beeinflussen, zum Guten wie zum Schlechten. Ich denke da an traditionelle Gepflogenheiten, gemeinsame Überzeugungen oder Vorurteile auch, Rituale, Tugenden, Untugenden und so weiter. Und eine gute Kultur kann Effizienz enorm fördern. Wo Menschen von sich aus das Richtige tun, braucht es keine Regulierung. Wo niemand schreit beim Fußballmatch, braucht es keine Hooligan-Gesetzgebung und so weiter. Und wo Vertrauen herrscht, sind Transaktionskosten auch in der Wirtschaft spürbar tiefer. Und das hat Ottfried Höffe in seiner blumigen Sprache so gesagt: Wo Bürgertugenden blühen, können sich die zwangsbefugten Institutionen des Staates zurückhalten. Nun, für das nähere Eingehen auf den Zufall Z fehlt mir heute die Zeit, für heute nur so viel. In komplexen Systemen mit zahllosen und unübersichtlichen Rückkopplungsschlaufen und Politik und Volkswirtschaft sind solche Systeme, passiert immer wieder das Unerwartete und das Unvorhersehbare. Das ist auch der Grund dafür, dass, und das hat zum Beispiel Kahneman nachgewiesen, dass die Prognosen der meisten Experten falsch sind. Also für mich ist ein Experte ein hervorragender Fachmann, der, nachdem ein von ihm nicht vorhergesehenes Ereignis eingetreten ist, minutiös nachweisen kann, warum es so hat kommen müssen. Nun, weil... Weil nun unser Gehirn die seltsame Eigenschaft hat, aus oft zufällig gespeicherten, aber lückenhaften Fakten eine stimmige, aber leider oft falsche Kausalkette zur Begründung des zufälligen Ereignisses zusammenzuzimmern, unterschätzen wir die Bedeutung des Zufalls massiv. Ich muss nun auf eine Erkenntnis hinweisen, die zwar banal ist, aber wichtig. Wurde hier auch schon angedeutet. Es ist wichtig, die Freiheit bedarf der Bändigung und der Kanalisierung, damit nicht die Freiheit des einen die des anderen zerstört. Nun gibt es verschiedene Wege, um das zu erreichen. Das stärkste Instrument ist sicher die staatliche Vorschrift mit Sanktionen bei Nichteinhaltung. Im Übermaß angewendet, führt diese Methode auf direktem Weg, um mit Hayek zu reden, in die Knechtschaft. Das zweite Instrument betrachtete schon Walter Eucken als entscheidend wichtig. Das ist die Verbindung von Kontrolle und Haftung oder von Kompetenz und Haftung. Ich bin frei darin, was ich tue, aber ich hafte für das, was ich damit anrichte. Und dieses Prinzip veranlasst mich, die Risiken meines Handelns vorher genauer abzuschätzen. Und die dritte, sanfteste, aber vielleicht wichtigste Methode, das ist die Verantwortung. Ich wäge ab, ob das, was ich tue, für die Gemeinschaft unerwünschte Folgen haben könnte, und zwar auch dann, wenn es nicht verboten ist. Und diese drei Methoden sind aber interdependent, und das ist wichtig. Wenn zu viele Akteure auch nicht verbotene Handlungen mit für die Gemeinschaft negativen Folgen tätigen, entsteht in der Politik sofort unweigerlich der Ruf nach Verboten und Regulierung. Und deshalb ist ethisch-moralisch korrektes Verhalten von Unternehmen, wie wir etwas im Leitbild des ehrbaren Kaufmanns, wurde in ihren Hansestädten entwickelt, umschrieben ist, so entscheidend wichtig. Gewiss sind Unternehmen natürlich keine moralischen Anstalten und schon gar keine Wohlfahrtsinstitute, und gewiss hat Milton Friedman recht, wenn er das Erwirtschaften von Gewinn als ganz zentrale unternehmerische Aufgabe sieht. Und aber unkorrektes Gebaren von Managern zerstört Vertrauen nicht nur in die betreffenden Unternehmen, sondern auch in das marktwirtschaftliche System schlechthin. Ja. Ich nehme an, dass alle, die jetzt klatschen, VW-Dieselfahrer sind und dieses Gefühl kennen, nicht wahr? Nun, das löst politische Aktivitäten aus, welche der Marktwirtschaft Schaden zufügen. Jedes freiheitliche System muss natürlich ein gewisses Maß an Missbräuchen auch ertragen können. Wenn sich aber die moralischen Grundlagen zersetzen, und diesen Eindruck hat man bisweilen, und die Missbräuche den gesellschaftlichen Verträglichkeitspegel übersteigen, dann zerstört sich die Freiheit selber. Und deshalb ist Verantwortung, es wurde hier gesagt, der Preis der Freiheit. Es gibt aber noch einen anderen interessanten Zusammenhang zwischen Moral und Regulierung, der in eine ganz andere Richtung geht. Moral braucht die Freiheit der Wahl. Nur der freiwillige Verzicht auf einen persönlichen Vorteil um eines sittlichen Prinzips willen ist wirklich eine moralische Handlung.
in der Politik das Geld, das andere verdienen, unter dem Motto der Moral, den eigenen Wählern zu verteilen, ist nicht unbedingt sehr moralisch. Wo aber Regulierung sich ausbreitet, schrumpft der Freiraum für diese Moral. Sie wird verdrängt als Crowding out of moral through regulation. Gesetz Nummer 23 von mir. Deshalb verliert eine überregulierte Welt an Wertesubstanz, die für eine stabile Gesellschaft eigentlich wichtig wäre. Und mit umso besseren Gewissen tut man dann nachher das, was noch nicht verboten ist, aber vielleicht grenzwertig. Die regulierte Welt ist keine bessere Welt. Aber es braucht Regulierung, ich komme noch. Eine weitere und äußerst wirksame Methode zur Bändigung der Freiheit, das ist die vierte, die ich jetzt erwähne, ist der Wettbewerb. Wenn die Regierung pfuscht, kann sie abgewählt und durch die Konkurrenz ersetzt werden. Wenn ein Produkt die Erwartungen nicht erfüllt, kaufe ich ein anderes. Wettbewerb spontan erzeugt Höchstleistungen und schafft Fortschritt. Aber Wettbewerb straft auch erbarmungslos. Er gefährdet heilige Besitzstände. Und deshalb ist er trotz Sonntagspredigen für Wettbewerb auch von Wirtschaftsführern, auch in der Wirtschaft, oft nicht besonders beliebt. Aber er ist der Motor, der am Schluss eben die Marktwirtschaft erfolgreicher als andere Wirtschaftssysteme macht. Und solange er gesichert ist, bändigt er auch wirksam die Macht der Wirtschaft. Aber wie muss nun ein Sozialmodell beschaffen sein, damit Menschen Wohlstand erarbeiten können, aber nicht nur können, sondern auch wollen? Ich sehe im Wesentlichen vier, ich enumeriere halt, mein lieber Ludwig, sorry, aber ich möchte, dass Sie systematisch mitdenken und nicht einfach in wirren Domvorhängen sich verirren. Erstens, nur Marktwirtschaft ermöglicht hinreichenden Wohlstand für alle. Nur sie sorgt dafür, dass die richtige Anzahl Güter in der richtigen Qualität, zum richtigen Preis, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zur Verfügung steht. Müsste diese Aufgabe auch durch demokratische politische Institutionen gelöst werden, würde der Staat bald im Chaos versinken. Der Staat muss deshalb der Marktwirtschaft die nötigen Freiräume belassen. Eine erfolgreiche Marktwirtschaft ist aber trotzdem ohne einen starken Staat nicht denkbar. Es würden sich zweifellos rasch mafiöse Verhältnisse entwickeln. Die Beispiele in gescheiterten Staaten sind Legion. Ich will nur einige, aber ich will das nicht so lange machen. Sie kennen das alles, der zentralen wirtschaftspolitischen Staatsaufgaben, Verhütung von Gewalt und Betrug, Schutz des Eigentums, Führung des Grundbuchs, völlig wirr jetzt Infrastrukturen, Sicherung des Wettbewerbs, Normieren von Maßen und Gewichten, Durchsetzung privater Verträge, etwas sehr Wichtiges, Schaffung eines stabilen monetären Rahmens und so weiter. Und das Zweite, die Menschen müssen die Früchte ihrer Leistung, ihrer Arbeit, ihrer Anstrengungen behalten dürfen. Sonst verlieren sie die Motivation, Überdurchschnittliches zu leisten, Risiken einzugehen, in Neuland vorzustoßen und sich permanent aus- und fortzubilden. Das muss sich auszahlen, sonst machen sie es nicht. Aber auch das hat konkrete politische Folgen. Nur moderate Steuern, Bildung und Schutz von Eigentum, Schutz der Ersparnisse vor Inflation, Negativzinsen und Enteignung, heute durch die Notenbanker, wirksames Patentrecht, berechenbare Rechtsrahmen und so weiter. Und das Dritte, weil in einer Wettbewerbswirtschaft Besitzstände immer gefährdet sind, kann der gesamte volkswirtschaftliche Besitzstand nur durch stete Erneuerung gesichert werden. Schumpeter, die Ökonomen unter Ihnen kennen das. Obsoletes muss verschwinden können, damit Neues gedeihen kann. Und deshalb müssen Erneuerungshindernisse systematisch eliminiert werden, übersteigerter Kündigungsschutz, andere Verkrustungen der Arbeitsmärkte, Kartelle, Monopole, verzehrende Subventionen, bürokratische Widerstandsnester und das, was der Dinge mehr sind. Und weil die Verlierer des Wandels das natürlich spüren und sich politisch wirksam organisieren und sich mit Zähnen und Klauen zu wehren beginnen, während die potenziellen Gewinner das noch gar nicht wissen, dass sie Gewinner sind, und wenn sie mal gewinnen, führen sie es natürlich auf sich selber zurück, müssen die Härten des Wandels sozial abgefedert werden, etwa durch eine solide Arbeitslosenversicherung, Umschulungsprogramme, Anpassungshilfen und anderes mehr. Und das Vierte, eine moderne Volkswirtschaft braucht den Talentpool des ganzen Volkes, nicht nur einer finanzstarken oder oligarchischen Kaste. Und das hat Folgen für das Bildungswesen, das immer zentraler wird, und es erfordert auch große Anstrengungen zur Schaffung von Chancengleichheit. Nun reicht das alles noch nicht aus. Um eine stabile Gesellschaft zu sichern. Und Menschen haben auch, wie die Verhaltensforschung zeigt, ich habe das vorhin mit den Moral Sentiments von Adam Smith auch gesagt, sie haben eine angeborene Fairness-Präferenz.
Eine Gesellschaft braucht eine gewisse soziale Ausgeglichenheit, damit die Menschen die Zustände als einigermaßen gerecht empfinden. Niemand soll in einem wohlhabenden Land wie die Schweiz und bei ihnen unverschuldet durch Armut seine Würde verlieren. Marktwirtschaft aber schafft Ungleichheit, da gibt es nichts drum herum zu reden. Eine Wohlstandsgesellschaft kommt deshalb nicht ohne eine gewisse Umverteilung aus, etwa über progressive Steuern. Ich war nie für die Flat Tax, ich finde, wahrscheinlich braucht es die progressive, negative Einkommensteuern, wie sie zum Teil ausprobiert werden, solidarisch finanzierte Sozialwerke wie unsere AHV und so weiter und so fort. Auch das ist eben ein Pfeiler der Marktwirtschaft. Sozialer Schutz macht Marktwirtschaft politisch akzeptabel. Und Menschen, die wissen, dass sie im Falle des Scheiterns nicht vor dem völligen Nichts stehen, sind risikobereiter und das ist wachstumsfördernd. Und zudem sind Strukturanpassungen, ich habe es angedeutet, leichter durchsetzbar. Aber hier nun kommt eine ganz fragile Balance ins Spiel. Zu wenig Umverteilung schmälert die politische Akzeptanz der Marktwirtschaft. Zu viel Umverteilung zerstört den Leistungswillen jener, die geben müssen, aber auch vieler, die empfangen. Und die politische Kunst besteht darin, hier immer wieder diese Balance neu auszuhandeln. Ich glaube, dass ein Grund für den überraschenden Ausgang der amerikanischen Wahlen wahrscheinlich darin liegt, dass man diese Balance in den Vereinigten Staaten nicht gefunden hat und dass die Verlierer des unabwendbaren Wandels zurückgeschlagen haben. Ob ausgerechnet der, den sie gewählt haben, dann für die Behebung dieses Missstandes der richtige ist, das wird sich zuerst zeigen müssen. Man weiß nun, du hast gesagt, Gerhard, nur bis 1 Uhr, darf ich noch ein bisschen weitermachen? Moment, okay. Man weiß heute, dass die Bereitschaft der Gebenden, das hat auch Collier erforscht, die Bereitschaft der Gebenden zur Umverteilung größer ist, wenn sich ein Großteil der Menschen im Gemeinwesen einer Solidargemeinschaft angehörig fühlt, wenn sie eine Art Wir-Gefühl entwickeln. In der Familie ist dieses Gefühl seit jeher von Natur aus vorhanden. Es in der Nation, im Lande zu schaffen, das zeigt die Erfahrung, ist über Generationen möglich, auch wenn es immer schwieriger wird, wie die zunehmende Polarisierung auch in unserem Land und in Ihrem Land leider zeigt. Aber leider halte ich es fast für unmöglich und utopisch, ein solches Wir-Gefühl nur europaweit oder sogar weltweit, so schön das wäre, zu entwickeln. Nur in überschaubaren Grenzen entwickeln sich solche Gefühle und auch die Demokratie braucht überschaubare Grenzen, damit sie wirklich wirksam ist. Und deshalb glaube ich, dass trotz aller Bedenken, die man haben mag, der Nationalstaat auch in Zukunft trotz aller Anfechtungen die Basis wahrscheinlich funktionierender Sozialgemeinschaften und Sozialmodelle bleiben wird. Aber die Schweiz ist ein Beispiel, dass der Nationalstaat nicht an die Ethnie gebunden ist, sondern an eine Idee. Und wir haben ja Verschiedenes. Es gibt kein Schweizer Volk eigentlich, es gibt 4 Schweizer Völker und trotzdem leben die gut zusammen. Man kann das entwickeln. Nun, wenn wir uns für einmal von den täglichen Katastrophenmeldungen lösen wollen, ja nicht nur schimpfen, sondern den Zustand der Welt mit statistisch unterlegter Nüchternheit betrachten, stellen wir fest, dass die Menschen in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte erzielt haben. Trotz Bevölkerungsexplosion ist der globale Wohlstand deutlich gestiegen und Armut und Hunger haben abgenommen, kann man alles nachweisen, auch Millenniumsziele. Die globale Einkommensverteilung ist entgegen von dem, was wir immer hören, ausgeglichener geworden, nicht innerstaatlich, aber zwischen den Staaten. Gleichzeitig stieg die Lebenserwartung markant. In Schwellenländern entstand ein relativ wohlhabender Mittelstand. Tödliche Krankheiten wurden ausgerottet. Die Anzahl durch Verbrechen und Konflikte getöteter Menschen, das mag Sie erstaunen, hat abgenommen. Vielleicht in den letzten Monaten kann sich das geändert haben, aber hat abgenommen, kontinuierlich. Nie konnten sich so viele Menschen gemäß ihren Talenten und Neigungen entwickeln und sich frei auf dem Planeten bewegen. Und das alles, meine Damen und Herren, ist Resultat von Marktwirtschaft und Freihandel und globaler Arbeitsteilung und nicht von etwas anderem. Aber seit der Finanzkrise, seit dieser Trend sich umgekehrt zu haben und Konflikte, Terror nehmen zu, Flüchtlingsströme ungeahnten Ausmaßes brechen los, Wachstum der Weltwirtschaft gerät ins Stocken. Ich glaube, dass wir zurzeit die fatale ich vereinfache natürlich auch hier, weil es noch vieles gibt, was zu erwähnen wäre, aber ich glaube, es sind im Wesentlichen 3 Krisen, die sich überlagern. Eine Krise der Demokratie, eine Krise der Marktwirtschaft und eine Krise der Werte.
Bewährte Demokratien ächzen unter wirtschaftlicher Stagnation, maßloser Verschuldung und Arbeitslosigkeit, während autoritäre Systeme, die auf Marktwirtschaft setzen, Stichwort China, wirtschaftliche Erfolge feiern. Ich will drei der Faktoren erwähnen, welche die Demokratien bedrängen. Das erste, die Demokratie hat inhärente Fehlanreize. Wegen der Priorität der Wiederwahl denken Politiker meistens in Wahlperioden und nicht in Generationen, weil im Gegensatz zu Ihnen und mir und sämtlichen Unternehmen Politiker für die von Ihnen verursachten Schulden nicht haften und weil Leistungen, Versprechen populärer als Steuern erhöhen ist, entsteht ein inhärenter Verschuldungsanreiz. Und das Verbundsystem Medien und Politik definiert in vielen Fällen die politischen Prioritäten nicht nach den Notwendigkeiten, sondern nach Maßgabe des oft künstlich geschaffenen tagesaktuellen Empörungspegels. Und in den Echokammern der sozialen Medien verbreitet sich Schwarmdummheit, beschleunigt durch Algorithmen, wesentlich rascher als die Schwarmintelligenz. Und Regierungen, welche notwendige, aber oft schmerzliche Reformen anpacken, riskieren ihre Abwahl. Das Zweite, weil kein Land in unserer vernetzten Welt alle seine Probleme allein lösen kann, auch das wurde vorhin erwähnt, bildet sich ein dichtes Geflecht institutioneller und vertraglicher Formen der internationalen Zusammenarbeit, das muss sein, aber diese werden von Exekutiven und Bürokratien geschaffen und leiden damit unter einem Demokratiedefizit. Und das reduziert die demokratisch knetbare politische Substanz und die Bürger bekommen den Eindruck, ihr eigenes Schicksal immer weniger mitbestimmen zu können. Das und der Eindruck der Hilflosigkeit, ob der Komplexität der Probleme, die auch wir Politiker immer spüren und auch oft hilflos sind, nur geben wir es nie zu, öffnet populistischen Vereinfachen Tür und Tor und der fatale Ruf nach dem starken Mann ertönt lauter und manchmal wird er, wie Sie wissen, sogar gewählt. Drittens, das Dritte, der Export von Demokratie in Länder, deren korrupte und autoritäre Regierungen von ihren Bürgern und zu Recht gestürzt worden waren, ist meist kläglich gescheitert. Die Demokratie hat deshalb weltweit an Vorbildwirkung verloren und chinesische Professoren dozieren ihren Studenten allen Ernstes, die Demokratie sei die schlechteste aller Wirtschaftsformen, weil sie unweigerlich ins Chaos führe. Nun, trotz ihrer Bewährung ist die Krise der Marktwirtschaft, meine ich, nicht minder dramatisch. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht auf zu viel Widerspruch, aber du hast mir freies Geleit zugesichert, auch für das, was ich nachher über Europa sage. Also ich werde hier höflich bleiben, aber vielleicht ein paar Dinge klar sagen. Ich will auch hier mich auf drei Aspekte, Enumerierung, Ludwig, beschränken. Erstens, weil die Wirtschaft die Werte schafft, die die Politiker verteilen können und weil der politische Appetit natürlich unersättlich ist, bürdet man der Wirtschaft immer mehr auf. Sie wird zum Lastesel. Und es kommt eine interessante Mutation, wenn dieser Lastesel aber der Last auszuweichen versucht oder gar darunter zusammenbricht, mutiert er zum Sündenbock, den man erst recht an die Kandare nehmen muss. Überregulierung, Fehlregulierung, durch wachsende Staatsquoten komprimierte marktwirtschaftliche Freiräume würgen der Marktwirtschaft schleichend die Luft ab. Regulierung entwickelt selber ein bisher unterschätztes Krisenpotenzial. Ich bin überzeugt, dass im Bankensektor das im Moment global der Fall ist. Siehst du, wie habe ich als Verteidigungsminister gesagt, Armeen bereiten immer den letzten Krieg vor und nicht den nächsten, und das machen die Regulatoren häufig auch. Nun das Zweite, obwohl der Freihandel die Weltwirtschaft zum Blühen brachte, schüren viele Politiker die Illusion, Besitzstände durch Protektionismus bewahren zu können. Signale in diese Richtung sind in den USA und Europa unübersehbar. Sollte der neue President-elect der USA seine Wahlversprechen umsetzen und die USA wirtschaftlich und politisch in die Isolation führen, auch sicherheitspolitisch, würde dies das globale Wachstum und die globale Sicherheit signifikant beeinträchtigen. Es bleibt uns nur eigentlich die Hoffnung auf das alte deutsche Sprichwort, wem Gott ein Amt gibt, gibt er auch Verstand. Nun, das Dritte. Wenn ich Ihnen vorher beim Lob so zugehört habe, war das bei mir vielleicht ein bisschen auch der Fall. Dann
Das Dritte, zur Verhinderung des völligen Austrocknens der Finanzmärkte war unmittelbar nach Ausbruch der Finanzkrise die enorm expansive Geldpolitik der Notenbanken richtig und nötig. Man hat die richtigen Konsequenzen aus den 30er Jahren gezogen. Aber schon seit längerer Zeit beginnt diese Politik der Geldflutung wieder neue Krisenpotenziale aufzubauen, abgesehen davon, dass sie ihre Ziele nicht mehr erreicht. Und weil die künstlich tief gehaltenen Zinsen die Risiken nicht mehr reflektieren, verliert die Marktwirtschaft den wichtigsten Kompass. Nicht nachhaltige Strukturen bleiben am Leben und verhindern deren Erneuerung. Der alte Baum, der bleibt und der junge kann nicht wachsen. Neue Blasen, je nach Land unterschiedliche, bauen sich auf. Staaten spüren keinen Druck mehr, ihre finanzpolitischen Hausaufgaben zu machen. Vorsorgewerke werden destabilisiert, Sparer bestraft, Spekulanten belohnt. Diese Perversion der Marktwirtschaft haben die allmächtigen Notenbanker ohne jede demokratische Legitimation bewerkstelligt. Und die Politiker haben das applaudiert, weil es sie vermeintlich von der Notwendigkeit schmerzlicher Reformen entband. Ich fürchte, die Krise der Werte im weitesten Sinne, demokratische Werte, Freiheitswerte, Menschenrechte, sei nicht minder dramatisch. Diese Werte, die aus der europäischen Aufklärung, der Französischen Revolution stammen, schienen sich bis zur Jahrtausendwende eigentlich auf dem Weg zu universeller Gültigkeit zu befinden. Sie wissen, über 190 Staaten haben die UNO-Charta unterschrieben, die sich damit zur Verteidigung der Menschenrechte verpflichtet. Sie alle kennen die Realität. Die große Mehrheit der Staaten verletzt diese Rechte mehr oder weniger offen. Schlimmer noch, das wirtschaftliche und bevölkerungsmäßige Gewicht der Staaten, welche diese Werte missachten und aus ihren Kulturen fremd empfinden, nimmt rasant zu. Und das wird das Klima in den internationalen Organisationen in Bezug auf diese Werte negativ verändern und die Hoffnung auf die globale Dominanz westlicher Werte schwindet. Diese Verbundkrise hat schwerwiegende Folgen. Ich will nur zwei davon kurz erwähnen. Das erste, auf die erstaunlich lange, stabile, bipolare Weltordnung des Kalten Krieges folgt die darauf folgende polyzentrische Welt mit kleinen Zentren, die selber instabil sind, durchsetzt von weißen Flecken gescheiterter Staaten und ohne global handlungsfähige und vertrauenswürdige Ordnungsmächte. Was mit Amerika geschieht, kann ich nur unterstützen, was Wolfgang Gerhard vorhin gesagt hat. Das schafft zahllose Krisenherde mit unberechenbaren Eskalationspotenzialen. Die Anstrengung zur Eindämmung immer wieder neu aufflackernder Brände, Syrien, Irak, Libyen, Palästina, Ukraine, Südchinesisches Meer, bedürfen der oft improvisierten Zusammenarbeit von Staaten mit unterschiedlichen Wertesystemen. Stabilität kommt vorwärts und die klassischen Demokratien mit ihren hausgemachten Problemen müssen mit Figuren wie Erdogan oder Putin zusammenarbeiten. Und für strategisches Denken bleibt kaum mehr Raum. Krisenmanagement ist an der Tagesordnung. Und das Zweite, das Wachstum der Weltwirtschaft. Und hier mache ich eine Prognose. Und weil die meisten Experten falsche Prognosen machen, bin ich vielleicht hier in guter Gesellschaft. Das Wachstum der Weltwirtschaft wird wahrscheinlich aber noch für längere Zeit unzureichend bleiben. Und dabei werden, jetzt sage ich vielleicht etwas nicht unbedingt nur Nettes, dabei werden die USA mit ihrem zupackenden Unternehmengeist, ihrer konsequenteren Sanierung des Bankensektors als Europa, ihrer demografisch verhältnismäßig jungen Bevölkerung und ihrem größeren Vertrauen in die Märkte. Und deshalb, dabei werden auch die asiatischen Staaten mit ihrem wirtschaftlichen Erfolgshunger und ihrem Leistungsdenken wahrscheinlich eher rascher Tritt fassen als Europa, mit seinen Selbstzweifeln, seinem Misstrauen Märkten gegenüber, Unternehmertum gegenüber, seinen Soziallasten, seiner Bevölkerung, die zunehmend auch staatliches Betreutwerden der Selbstverantwortung vorzuziehen scheint. Jetzt gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen zur EU. Weil die Schweiz Teil dreier grosser europäischer Kulturräume ist und weil ihre wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtungen mit der EU ausgesprochen eng sind, werden Sie mir eine gewisse Legitimation dazu nicht absprechen wollen. Ich will aber zunächst ganz ausdrücklich festhalten, dass die EU eigentlich eine eindrückliche Erfolgsgeschichte ist. Sie hat dem Kontinent, dessen Geschichte durch blutige Konflikte geprägt ist, eine hoffentlich dauerhafte Phase des Friedens gebracht. Sie brachte Spanien, Portugal und Griechenland die Demokratie. Sie sicherte den mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten die demokratische Entwicklung. Die Beitrittsperspektive ermöglichte in vielen Staaten früher undenkbare Reformen. Mit dem Binnenmarkt wurde die Wirtschaftsfreiheit gestärkt und die Basis
eines im internationalen Vergleich immer noch überdurchschnittlichen Wohlstandes geschaffen. Und das sind politische Glanzleistungen. Ich bin auch der Meinung, dass nur eine wirtschaftlich und politisch starke EU Europa das ihm gebührende Gewicht in einer polyzentrischen Welt sichern kann. Aber plötzlich zeigen, ich hoffe nicht, dass ich, Ludwig, du als Mediziner das Wort vielleicht etwas übertrieben brauche, aber plötzlich nun zeigt dieses Europa Symptome eines multiplen Organversagens. Die Liberalisierungskraft scheint zu erlahmen, die Zentralisierungs- und Harmonisierungswut erstickt die Kraft des Systemwettbewerbs. Hohe Steuern und Soziallasten, ich sage es jetzt pauschal, ist natürlich von Land zu Land verschieden, verkrustete Arbeitsmärkte, innovationshemmende Bürokratien, inadäquate Zinsen und zunehmende Widerstände gegen Freihandel verletzen meine Wohlstandsbedingungen und zementieren vielerorts diesen skandalösen Sockel von Arbeitslosigkeit. Und an der horrenden Staatsverschuldung hat sich bei näherem Besehen trotz verbaler Austerität nichts geändert. Der Euro als Krönung der Integration gedacht, erweist sich als Spaltpilz. Flüchtlingsströme unterminieren die nationale und zwischenstaatliche Kohäsion und der Brexit hat das Dogma der Unumkehrbarkeit des Integrationsprozesses zerschmettert. Populistische Bewegungen, welche auf nationalistische, protektionistische, antidemokratische Rezepte setzen, erschweren allenthalben das Regieren massiv. Ich glaube, hier besteht Handlungsbedarf. Und ich glaube, das weiß man auch und der Ideen sind viele. Brüssel beharrt im Sinne des Maastricht-Vertrages von 1992 auf den Weg in Richtung einer, ich zitiere, immer engeren Union der Völker Europas. Ich fürchte, dass das nicht mehr so problemlos funktionieren wird. Andere denken, die Krise sei mit der punktuellen Lösung ein paar Einzelprobleme lösbar, ein bisschen Strukturreformen hier, ein bisschen bessere Haushaltsregeln dort, vielleicht eine Bankenunion, vielleicht Austritt eines besonders schwachen Staates aus der Eurozone und so weiter. Wieder andere denken an ein flexibles Europa mit einem allmählich zum Bundesstaat zusammenwachsenden Kern, ein karolingisches Europa sozusagen, mit 2 bis 3 Ringen drumherum, bestehend aus assoziierten Ländern mit abgestuften Gemeinsamkeiten. Der Rückbau zu einer kampfwertgesteigerten Freihandelszone ist ebenso im Gespräch wie der schrittweise Abschied vom Nationalstaat als Referenzrahmen. Jedes dieser Modelle enthält bedenkenswerte Ideen, die diskutiert werden müssen. Ich glaube allerdings, dass das Problem noch tiefer ist, noch grundsätzlicher angegangen werden sollte. Ich will versuchen, 5 einfache Leitplanken zu skizzieren. Ich mache das sehr schematisch und sehr vereinfacht, nicht sehr differenziert, die es vielleicht ermöglichen würden, mit mehr Freiheit, mehr Selbstverantwortung, mehr Systemkonkurrenz die Selbstheilungs- und Wachstumskräfte dieses Europa wieder zu entfesseln und gleichzeitig gemeinsame Interessen wirksamer zu vertreten. Die erste Leitplanke: der Nationalstaat muss mit gesicherten, vergemeinschaftungsfreien Aufgabenbereichen, wo er sicher ist vor Brüssel, der zentrale Baustein der EU bleiben. Das bedeutet konsequente Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips durch Rückbau von an Brüssel delegierten, nicht notwendigerweise dort seienden Aufgaben und Ausforschung vor allem auch konkurrierender Zuständigkeiten. Die sind immer vom Teufel. Damit wird der Expansionsdrang der Zentrale gebremst und schwache Politiker können nicht ständig ihre Verantwortung nach Brüssel abschieben. Jürgen Stark, der frühere Chefökonom der EZB, den ich als Staatssekretär bei Theo Weigel habe schätzen lernen, hat genau das in der NZZ mit den Worten gefordert: es bedürfe unter Anlegung an das Schweizer Modell, danke Herr Stark, einer Neuordnung der Zuständigkeiten unter strikter Anwendung des Subsidiaritätsprinzips. Natürlich führt das auch zu einem verstärkten Wettbewerb der Systeme, welcher aber Europa effizienter und innovativer machen würde. Wir dürfen nicht vergessen, dass alles, was Europa an historischen Leistungen entwickelt hat, die heute weltweit noch vorbildlich sind, entstand aus Vielfalt und aus Wettbewerb der Systeme und Versuchirrtum. Die zweite Leitplanke: die Befugnisse der EU sind auf die wichtigen Bereiche gemeinsamer Interessen zu beschränken, aber dort muss die Durchsetzungsfähigkeit gestärkt werden. Dort muss sie gestärkt werden, im Flüchtlingsbereich zum Beispiel. Ich denke hier an den Binnenmarkt, ich denke hier an den Freihandel, ich denke an die Außenpolitik, an die Sicherheit und an das Flüchtlingswesen, aber auch an die Sicherung zentraler, grundrechtlicher und demokratischer Werte, wie das Brüssel jetzt in Polen zum Beispiel auch versucht, durch Diskussion an diese Dinge. Der Historiker Herfried Münkler hat das in der Zeitschrift Schweizer Monat auf die Formel verkürzt: es brauche mehr gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und weniger Einwirkung auf die Regelung innerer Angelegenheiten. Dritte Leitplanke: auf allen Ebenen ist das Prinzip der Selbstverantwortung durchzusetzen. Das ist vielleicht meine härteste
Forderung, vor allem durch die Verbindung von Kompetenz und Haftung. Jens Weidmann hat kürzlich in der Süddeutschen Zeitung einen sehr wichtigen Satz geschrieben, nämlich verantwortungsvolle Entscheide seien nur zu erwarten, wenn der Entscheider auch die Konsequenzen seines Handelns tragen müsse. Und das hat ja auch am schönen Beispiel von Leukerbad, also die Gemeinde Pfäffikon, wie ich herkomme, wird nicht den Fehler machen wie Leukerbad, das ist präventiv, du hast das sehr schön geschildert. Wer eine Staatsleistung nutzt, muss auch sie selber finanzieren können und er muss wissen, dass im Falle des Scheiterns niemand hilft, es gibt keine Rettungsschirme mehr. Und deshalb braucht es ein geregeltes Insolvenzverfahren für Staaten. Ich weiß, das ist schwierig, aber das hat Ihr Sachverständigenrat, Ihrer Bundesregierung gleich mehrfach vorgeschlagen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das lese, dass meine Begeisterung über die Ratschläge Ihres Sachverständigenrates größer ist als die Ihrer Regierung. Die vierte Leitplanke, die Marktwirtschaft muss natürlich der zentrale Wohlstandsmotor bleiben. Wenn man diese Forderung ernst nimmt, hat das Konsequenzen, etwa die Erhaltung des Binnenmarktes. Auch hier habe ich eigentlich eine klare Meinung. Es wäre nicht im Interesse der EU und schon gar nicht im Interesse Deutschlands, wenn man jetzt die Briten bestrafen wollte, weil das dumme Volk einen dummen Entscheid gefällt hat, sondern man muss diesen auch den Binnenmarkt möglichst offen halten im beiderseitigen Interesse. Das brauchen wir in Europa. Und ich glaube, hier wird es neue Modelle geben und ich hoffe, dass man hier Lösungen findet, wie sie zum Beispiel der Brügel Think Tank und andere entwickelt haben. Das nur, sorry, ich werde schon ein bisschen länger, aber wenn du den Applaus abziehst, ist dann vielleicht am Schluss meine Redezeit, für den ich herzlich danke. Nein, aber das bedeutet auch Erhaltung des Binnenmarktes, es bedeutet Abbau marktverzerrender Eingriffe, Rückbau der Regulierungsdichte, Stabilisierung der Staatsquoten, Wiederzulassung risikoadäquater Zinsen und so weiter. Gewiss wären überschuldete Länder bei normalen Zinsen natürlich sofort insolvent, das ist klar, was den Widerstand gegen eine solche richtige Geldpolitik natürlich begreiflich macht. Aber auch hier bieten ihre Wirtschaftsweisen mit dem Schuldentilgungspakt eine Lösung ab. Es gibt auch neue Lösungen mit so Zwischenlösungen, mit speziellen Bonds und so weiter, wie sie vom MIFO-Chef vorgeschlagen worden sind. Aber risikoadäquate Anleihenzinsen würden nicht nur die Fiskalpolitik wieder disziplinieren und damit viele Fiskalregeln aus Brüssel überflüssig machen, sondern auch der Druck zur Erledigung der strukturpolitischen Hausaufgaben würde wieder steigen. Und die fünfte, letzte Leitplanke, und dann komme ich dann wirklich zum Schluss, die stoßende Wohlstandsunterschiede, auch zwischen den Kantonen in der Schweiz, sind auch in einem Staatenverbund zwischen Staaten nicht akzeptabel. Und deshalb muss man die mit Transferzahlungen mildern, das macht die EU mit vielen Strukturprogrammen und so weiter, die aber, glaube ich, Anreizfehler haben, nicht was sie tun, aber wie sie es tun. Diese sind auf der Basis nicht manipulierbarer Finanzkraftindizes grundsätzlich als freie und nicht gebundene Mittel auszuschütten und damit werden sie zu eigenen Mitteln, die man gemäß Äquivalenzprinzip eben effizienter einsetzt als geschenkte Mittel. Ich bin mir natürlich bewusst, wie enorm die Widerstände gegen einen solchen Paradigmenwechsel sein dürften. Aber ich darf vielleicht diesen Satz noch wagen, nachdem du so schön eingeleitet hast, Ludwig. Das Labormodell Schweiz lässt vermuten, dass das erfolgreiche Zusammenleben von verschiedenen auf der Basis solcher liberalen Prinzipien vielleicht auch in größerem Rahmen möglich wäre. Nun, ich komme zum Schluss. Ich habe am Anfang darauf hingewiesen, dass wir Menschen als Individuen und gleichzeitig als Teil eines Kollektivs eine eigentümliche und widersprüchliche Doppelnatur haben. Und deshalb müssen die Mechanismen unseres Zusammenlebens beide Aspekte in Einklang bringen. Wir müssen diese kluge Balance finden zwischen einem freiheitlichen Pol mit Elementen wie Individuum, Markt, Selbstverantwortung, dezentrale Freiheit und einem kollektiven Pol mit den komplementären Elementen Kollektiv, Staat, Solidarität, zentrale Sicherheit. Und wenn ich heute der Stärkung des freiheitlichen Pols das Wort rede, so nicht etwa, weil mir die Bedeutung des kollektiven Pols nicht bewusst wäre. Ich tue es, weil die Balance zwischen diesen Polen zunehmend in Schieflage gerät, und zwar zulasten des freiheitlichen und zugunsten des kollektiven Pols. Und das Paradoxe dabei ist, dass gerade deswegen die Kollektive wieder in besondere Probleme geraten sind. Chronische Arbeitslosigkeit, lähmende Staatsverschuldung, gefährdete Sozialwerke. Deshalb ist es so wichtig, diese Balance wiederherzustellen. Deshalb müssen wir die Kräfte, Energien, Talente der Menschen entfesseln und nicht stets neu knebeln. Deshalb müssen wir entrümpeln, was Leistung uninteressant macht und Erneuerung behindert.
Aber deshalb müssen wir gerade wegen der Wertekrise und den Populismusattacken in der Verteidigung und Hochhaltung der Menschenrechte, der demokratischen Werte und der Freiheitsrechte nicht nachlassen. Und deshalb, meine Damen und Herren, sind liberale politische Kräfte mit dem Mut zum Widerstand gegen den Mainstream und gegen die Populisten zur Korrektur fataler Fehlentwicklungen nötiger denn je. Ich danke Ihnen.